Herzlich willkommen zurück zu Sim Airport nach der Pause. Wir werden, ja, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, was ich alles machen wollte, aber so ein bisschen was werden wir natürlich tun. Ach was, echt. So, und zwar ist hier Probleme, die ihre Aufmerksamkeit erfordern. There is no available Vorarbeiter. Okay, wir haben keinen Vorarbeiter. Habe ich ihn nicht eingestellt? Ist ja was. Kein Vorarbeiter eingestellt. Das geht so natürlich nicht. Vorarbeiter. Man kann ja auch einen Vorfeldmanager machen. Den brauchen wir aber, glaube ich, erstmal. Goldener Kupplungspreis. Ist, wenn dann Flugzeuge auf dem Boden sich festgefahren haben, dann geht er da nochmal ran. Doch den Vorarbeiter haben wir doch angeworben. Hat der kein Büro? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Der kriegt 12. Kriegt $500 die Stunde. Dafür kann er auch was machen. Er ermöglicht das Erforschen von baubezogenen Upgrades und Fähigkeiten, wie zum Beispiel sich kreuzende Landebahnen. Oder fehlt ihm tatsächlich ein Büro? Aber hier noch hier. Vorarbeiter, der ist doch da. Also da sollte es eigentlich kein Problem geben. Ja, jetzt ist er auch weg. Dann war es vielleicht nur ein Problem mit dem Laden. Ansonsten haben wir jetzt ja aktuell 3 Gates. Zum Teil sogar hier recht große Flieger jetzt, vor allem am Abend. Die auch alle 3 jetzt bedient werden, die Gates. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Wir hatten das Café hier nochmal ein bisschen anders hingebaut. Das ist natürlich ein bisschen unschön, dass die hier auch immer hin und her laufen müssen. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr anders machen. Und wenn das alles hier gut läuft, hatte ich das hier schon. Genau, das ist die Ankunftslandebahn. Und das andere ist dann für den Abflug. Ja, nochmal so einen kleinen Flieger von Pacific Airlines. Okay, nur 11 Passagiere, die einsteigen. Aber aktuell sieht es doch hier ganz gut aus. Hier die Busse fahren ein bisschen zu weit nach vorne, finde ich. Ich glaube, das hatte China auch schon mal angemerkt. Da können wir das Ganze nochmal ein bisschen wieder zurück tun. So. Und zwar werde ich einfach die Anreise machen wir mal hier ein bisschen weg und die Abreise machen wir da mal ein bisschen weg. Stimmt, das wollte ich auch nochmal hier alles nochmal ein bisschen schöner machen. Aktuell laufen sie ja hier noch über das Gras. Hier laufen sie auch noch. Dass wir dann da den Fußweg vielleicht dann nochmal hin. So weit hinkriegen. Ah, nee, es war nicht Fußweg, es war, glaube ich, Bürgersteig, genau. Richtig, das war's. Wobei, ja, das machen wir vielleicht nicht. War jetzt vielleicht schon zu spät. Dann können wir nämlich einmal hier das alles nochmal betonieren. Genau. Ja, das hier sieht noch ein bisschen komisch aus. Ja, die halten trotzdem da vorne. Na gut. Dann laufen sie hier einmal im großen Bogen hier außen rum. Mhm. Möchte ich eigentlich auch nicht so gerne. Machen wir vielleicht nochmal den Weg trotzdem ein bisschen breiter. Und dann können wir da vielleicht Bäume oder so hinstellen. Gut, und hier machen wir dann, glaube ich, doch mal dicht. Ich hatte gedacht, man könnte da vielleicht ein bisschen Blumen oder so hinstellen. Aber das muss ja auch nicht sein. Die über die Straße laufen, die sollen hier unten lang gehen. Müssen wir dann noch Zäune hinsetzen, damit sie sich so verhalten, wie man das möchte. Das ist natürlich eine Möglichkeit. So, Forschung hatten wir, glaube ich, letztes Mal viel gemacht. Rolltreppen können wir vielleicht dann auch mal machen. Dann haben wir auch alles dann irgendwann mal erforscht. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oder längere Startbahn, auf die müssen wir drauf. Und um die längere Startbahn wäre natürlich auch nett. Hier, geringe Grundsteuer. Wir haben gerade so viel Geld, da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen weniger Kosten uns machen. Dann gab es hier noch eine gute Idee zu den Ticketschaltern, wie man die einzelnen zuweisen kann, indem man hier auch einfach die Zone zwischen denen entfernt. Das können wir machen. Wir haben jetzt aktuell aber auch nur noch 3 für 3 Gates. Da müssen wir nochmal ein bisschen umbauen. Das wird sowieso dann notwendig, denn ja, die Sicherheit ist, glaube ich, soweit ganz gut. Aber einer pro Gate im Grunde ist, glaube ich, schon ganz
in Ordnung. Ich kriege hier nur keinen vierten mehr ran. Und ich habe ja den Plan, dass wir das hier voll mit Gates machen. Ich kann mal gucken, wie viel hier reinpassen. Das ist von den kleinen. Dann ist eigentlich auch der nächste Schritt, mal ein großes Gate zu machen. Wie groß sind denn hier diese... Ach so, okay. Ja doch, dann können wir vielleicht als nächstes ein L-Gate machen. Oder wir könnten auch versuchen, die einfach abzugraden. Nach und nach. Aber dann würde hier noch eins hinpassen. Ja, obwohl wir hätten dann hier eins, zwei... Wahrscheinlich müssten wir hier ein bisschen mehr Platz lassen. Ne, das reicht an Platz. Okay, eins, zwei... Drei Gates passen hier hin. Hier dann sicherlich auch. Dann hätten wir insgesamt sechs Gates. Und die XXL-Dinger? Moment, da bin ich jetzt auch noch mal im Gucken. Und durch die kriegen wir halt größere Flugzeuge. Ja. Also brauchen wir dann auch die größeren Start- und Landebahnen. Das heißt, das müsste sich dann eh alles noch ein bisschen hier verschieben. Das wird noch lustig, das alles bei laufendem Betrieb umzubauen. Heißt dann allerdings, wir müssen das hier auch nochmal komplett umbauen, auch wenn es derzeit gut funktioniert. Aber mit dem Sicherheit, da müssen wir dann gucken, wie wir das vergrößern und auch wie wir hier die Tickethalle vergrößern. Wobei ich glaube, oder machen wir erstmal Gepäck. Oh, Gepäck ist auch nochmal eine wichtige Sache, dass wir hier ein vernünftiges Gepäcksystem hinkriegen. Aber ich glaube, das macht erst Sinn... erst die Gates hier hinzusetzen. Das Gepäck ist ja so ziemlich unproblematisch. Auf jeden Fall hat der Tag super funktioniert. Wir haben hier einen super Kontostand aktuell. Sagt, wir machen hier gerade 97.710. Wieso ist denn hier jetzt Polizei? Ist irgendwas passiert? Die wollten nicht zu uns, oder? Nein, ich glaube nicht. Gut. Wie ist denn das eigentlich? Wie funktioniert denn das mit dem Kauf von neuen Gebieten? Habe ich das jetzt? Ne, habe ich noch gar nicht freigeschaltet, die Grundstückerweiterung. Ja, dann wird das mal Zeit. Ich glaube, dann bauen wir erstmal nur die großen mit dran. Wir müssen die ja erstmal noch nicht upgraden. Ne? Das brauchen wir noch nicht. Das Wichtige wäre dann jetzt tatsächlich, dann den Sicherheitsbereich in Vorbereitung dafür zu vergrößern und die Tickethalle zu vergrößern. Man könnte jetzt natürlich versuchen, ob man das hinkriegt, das über mehrere Stockwerke zu machen. Hm. Dass die Leute dann quasi oben rausgehen. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Das müssten wir dann zusammen herausfinden. Aber dann könnte man hier zum Beispiel eine Rolltreppe hinmachen. Die müsste jetzt ja bald... erforscht sein? Nein, tut sie nicht. Dass die Leute dann hier oben rausgehen, hier unten, und dann kriegen sie hier unten das Gepäck. Dass die dann quasi hier rauskommen bei der Gepäckausgabe, wobei die natürlich dann auch nochmal wieder vergrößert werden muss. Wenn wir dann mal das größere Gepäck, das automatische Gepäcksystem dann mal einbauen. Ja. Gerade noch ein bisschen erschlagen mit den Möglichkeiten. Aber ich würde eigentlich als nächstes gerne mal so ein größeres Gate bauen. Wie ist denn das überhaupt? Wenn wir uns jetzt hier mal so ein nehmen. XL, XL. Ah, lohnt sich, glaube ich, gar kein L-Gate. Da könnte man, glaube ich, gleich auf XL gehen, ne? S. Was haben wir denn hier mit L? L gibt's gar nichts. Scheint nicht so ganz zu funktionieren. Auch hier XL. Warum mir das dann da nicht angezeigt wird, wenn ich jetzt hier auf XL gehe, weiß ich nicht. Scheint mir ein Bug zu sein. Aber hier ist tatsächlich eher zwischen... Also hier haben wir mal ein L-Flugzeug. Und es braucht eine Start- und Landebahn von mindestens 150 Länge. Wie lang ist die? 90. Und XL, wie viel braucht die? Wie viel brauchen die? Also was wird denn mit L? XL.
240. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir dann auch gleich dann auf 240 gehen. Oder man baut noch eine zweite Start- und Landebahn dann mit entsprechender Länge. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann ist vielleicht jetzt tatsächlich erstmal der Fahrplan ein bisschen Geld anschauen, anhäufen. Die Rolltreppen erforschen. Zack, machen wir jetzt auch sogar direkt. Und wenn wir die Rolltreppen haben, dann gucke ich mal, ob ich das eingebaut kriege, dass die Leute oben rausgehen. Dann können wir hier den Sicherheitsbereich nämlich auch noch weiter nach unten ziehen. Da sind wir hier unten eigentlich nur durch das Gate dann hier begrenzt. Man kann aber auch hier, obwohl hier kommt die Gepäckausgabe hin. Ja, aber man kann hier dann schon mal ein bisschen vergrößern. Ne? Das hatte ich gesagt, bis auf 6 und mehr dann auch nicht. Und auch hier müssen wir dann irgendwie auf 6 von diesen Dingern hinkommen. Dann könnte man fast überlegen, hier oben das Gepäck auszugeben und hier unten die Tickets zu verkaufen. Wobei, Gepäck brauchen wir auch viel Platz. Das ist alles nicht so einfach. Und dann haben wir halt hier so ein 6er-Ding und dann müsste man eh gucken, wie man das dann erweitert. Ob man dann nochmal ein zweites Flughafengebäude baut, sonst müsste man halt wirklich... ansonsten ist das dafür echt ein bisschen blöd. Da müsste man vielleicht doch hier unten irgendwie noch erweitern. Ginge natürlich auch, dass man hier unten erstmal noch einen großen Korridor zieht. Dass man dann hier dann wieder neue Gates bauen kann, hier in diesem Bereich. Kommt auch ein bisschen darauf an, was es dann kostet. Das kommt dann ja auch mal noch ein bisschen drauf an. Ja gut, tut mir leid, wenn wir jetzt hier erstmal so wenig bauen. Jetzt haben wir halt hier ein bisschen gebaut. Okay, 100.000, das ist ja schon mal ein Anfang. Ne? Jetzt brauchen wir noch die Rolltreppen. Mal warten, bis die fertig sind. 9,4 Stunden. Aber ansonsten läuft es bisher in sehr geordneten Bahnen ab. Wird sich dann sicherlich auch ändern. Wenn wir unser erstes XL-Gate hier hinsetzen. Oder mal gucken, habe ich überhaupt geguckt, ob das jetzt dann passt. XL, oh nee, die sind zu groß. Nee, dann gehen wir erstmal auf L. XL würde dann neues Gate sein. Oder wir machen das wirklich nur bis S mit S-Dingern voll. Dass das hier erstmal nur für kleine Maschinen sind, weil für L haben wir kaum Angebote. Dann ist das hier erstmal so unser kleiner Bereich für die S-Flughäfen. Dann können wir hier einen Gang runter machen, schwupps und ne. Na, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Machen wir erstmal das hier und dann gucken wir mal, wie wir das Ding dann noch erweitern können. Man kann es vielleicht auch hier rüber erweitern. Na klar, man könnte ja hier auch in den zweiten Stock gehen. Vielleicht kann man dann hier rüber bauen, ich weiß es nicht. Ob das funktioniert? Oder man macht das halt noch weit, noch ein bisschen ausschweifender. Man könnte ja auch einfach hier immer weiter machen. Das geht ja auch. Müsste man hier unten abreißen, hier unten dann XL-Gate hinsetzen. Ach, ist das alles schwierig. Wie auch immer, wir können hier eigentlich schon mal Fundament bauen. Können wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Irgendwie gar nicht. Jetzt, keine Ahnung, was das jetzt eben wieder für ein Bug war. So, der Sicherheitsbereich soll dann hier unten lang gehen. Blockiert durch Gate S. Okay, also da kann ich nicht hin, aber ich kann bis hier hinten runter. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir den Sicherheitsbereich. Dann könnte der auch komplett hier rüber rutschen. Und die Gepäckausgabe würde dann hier unten weitergehen. Und das Ganze erfolgt ja eh Schritt für Schritt, da das alles immer viel, viel Geld kostet. Okay, wir haben jetzt aber auch die Rolltreppen, genau.
gucken, wie das funktioniert. Rolltreppe nach oben. Requires foundation on above floor. Okay. Achso, da müssen wir auch erst wieder Fundament bauen. Ist ja spaßig. Würde ich vielleicht... Nee, ja, wo können wir das denn dann hinsetzen, die Rolltreppen? Wenn hier der Sicherheitsbereich kommt, sind die Rolltreppen da natürlich auch im Weg. Hier soll ein Gate hin, dann werden sie allgemein immer im Weg. Hier könnte man sie vielleicht hinsetzen. Müssen sie halt immer da hinten und dann da wieder rüber, bis sie dann den ganzen Weg zurücklatschen. Ist natürlich auch ein bisschen uncool. Gut, aber man muss ja auch den Sicherheitsbereich nicht die ganze Zeit offen haben. Wie viel Platz nehmen die weg? So eine Rolltreppe. Geht eigentlich, ne? Könntest du auch einfach jedes Gate einsetzen. Oder halt wirklich hier hin. Dann würde man halt da keinen Ausgang machen. Dann könnten wir hier zwei Rolltreppen nach oben setzen. Ja, das würde funktionieren. Brauchen wir nur erstmal wieder ein bisschen Knete. Die ist aber eigentlich da. Also hier so die Rolltreppen hinsetzen. So. Dann ist es ja eigentlich erstmal nur ein Gang hierhin. Und dann sollen sie am besten bei der Gepäckausgabe direkt rauskommen. Das wäre hier. Also würde ich mal sagen, machen wir mal so. Wie breit ist der? 2, 4, 5? 5. 5 hoch. So, dann haben wir hier so einen kleinen Gang und dann sollen sie da wieder runter und dann kommen sie bei der Gepäckausgabe raus. Kann man später sicherlich dann auch nochmal ein bisschen anpassen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Bin ich echt gespannt. Und wichtig ist dann ja auch, dass die Rolltreppen wirklich auch wieder mit diesen Sicherheitsausgängen versehen sind. Dass die da nicht raus... dass die anderen Leute da nicht drauf können. Ah, das wird noch interessant. Ja, da brauchen wir tatsächlich irgendwie zwei. Oder wir machen da tatsächlich irgendwie so einen Rolltreppenraum draus. Das heißt, da müssten dann auch noch entsprechend Rolltreppen ein bisschen eingemauert sein. Weiß ich noch nicht, was da das Beste ist. Wie man das am besten hinkriegt. So, hier, der bleibt erstmal zu, der Raum. Wir hören uns auch noch weiterhin schrauben. Hier oben sind sie jetzt fleißig am Schrauben. So, so ist der Gang natürlich nur 3 breit. Die Wand habe ich nicht mit eingerechnet. Das muss dann aber auch erstmal reichen. Okay, muss man sich ein bisschen merken. Vielleicht war der ein bisschen knapp gezogen. Ach, cool. Das ist ja schick. Sind sie da auf den Treppen und bauen das? Das ist nett. Das ist nett. Aber die brauchen ja echt lange dafür. Oh, das ist auch gut, dass wir hier erstmal die Zwischenwand haben. Dann kann ich vielleicht die Rolltreppe auch erstmal setzen ohne Probleme. Dass wir das dann erstmal sicher hinkriegen. Wäre gar nicht so verkehrt. Auch gleich schon wieder die 20 Minuten voll und gefühlt haben wir nichts geschafft. Gefühlt nichts geschafft. Da habe ich schon wieder das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, aber naja, so ist das halt, ne? Ja, so ist das halt. Passiert. Gehört ja zu solchen Aufbauspielen auch mal dazu, dass man einfach erstmal viel guckt. Und ich finde es einfach klasse, wie das hier einfach ein super Gewusel ist. Es funktioniert alles soweit. Das Geld häuft sich derzeit an. Das ist echt schön. Ich wollte jetzt eigentlich nur warten, bis das hier noch fertig ist. Aber das können wir dann auch uns in der nächsten Folge angucken. Dann setze ich in der nächsten Folge dann die Rolltreppe rein. Das wird interessant. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut.